Wir sind mit den Kandidaten einkaufen. Wir wollten mal aufzeigen, auf was dass man so schaut beim Einkaufen, wie man die Produkte auswählt. Jetzt habe ich natürlich mal unterteilt nach dem Morgen, zum Mittag und zum Nacht und habe mal geschaut, sind alle Nährstoffe vorhanden. Sprich, hat es Eiweiß, hat es Fettquellen, gute Fettquellen, hat es Kohlenhydrate und, ja, und Vitamine natürlich. Also für die Zukunft habe ich mir vorgenommen, noch mehr darauf zu schauen, was ich kaufe, respektive vielleicht vorher auch mal das Menü zu überlegen, was ich machen will und nicht einfach so planlos ins Migros zu gehen, wie ich es heute gerne mache. Ich bin der Meinung, dass der bewusstere Umgang mit den Lebensmitteln, mit den Produkten, die man auswählt, schon sehr viel wert ist. Also, dass man schon mal schaut, was hat alles drin, was ist aufgeführt. Und dass man vermehrt halt saisonal Produkte auswählt und frische Kost. Ich habe für mich auch gemerkt im Alltag, wenn ich nichts esse, dann ist es wirklich so, dass ich nachher so Müdigkeitsanfälle habe. Also ich werde wirklich extrem müde. Und seitdem, dass ich meine Ernährung umgestellt habe und fast nicht mehr solches Essen, bleibe ich wach durch den Tag und brauche auch nicht irgendwie noch einen Energiebooster, der mir hilft, wieder auf die Tour zu kommen. Ja, ich bin dem Ernährungscoach sehr dankbar, weil es mir doch ein sehr guter Augenöffner war, dass ich viel zu viel Zucker zu mir nehme und dass ich halt entsprechend sehr stark mein Augenmerk sollte halt auf das Protein, auf die ganze Eiweißgeschichte legen. Dahingehend habe ich natürlich auch meine Ernährung in dem Sinne umgestellt, dass ich zuerst einmal sehr aktiv schaue, was sind überhaupt Inhaltsstoffe von den einzelnen Nahrungsmitteln, die ich kaufe für mich und Familie. Und dann anschließend auch schaue, dass Proteine möglichst hoch sind und Zucker möglichst minimal. In den letzten 3 Monaten haben Nicole und Christoph schon einiges umsetzen. Sie essen viel ausgewogener und haben auch zum Teil massiv den Zucker reduziert. Ich bin weniger müde, ich fühle mich aktiver, ich fühle mich auch generell einfach fitter. Ich merke es auch, dass der Anzug erheblich besser sitzt.